Willkommen zu meinem heutigen Video. Heute gibt es eine Geburtstagskarte und eine Freundschaftskarte. Und zwar habe ich diesmal ein paar direktere Töne verwendet, um auch eine maskuline Karte zu basteln. Ein bisschen sommerlich mit Eis. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Und zwar fange ich mit dem Schriftzug an. Dann nehmt ihr euch ein kleines Stück Flüsterweiß. Das hat 10 cm mal 2,5 cm. Und das Stempelset Ice Ice Baby. Da habe ich dieses Du bist echt mir ausgesucht. Ich finde die Schrift total schön. Und ich nehme die Archivtinte, die schwarze, weil die ein bisschen saftiger ist, finde ich, als die Memento-Tinte. Ja, und die muss ich jetzt gut einfärben, hier diesen Schriftzug. Mal gucken. Und dann jetzt noch mittig platzieren. Na, aber sowas von kräftig. Das lasse ich jetzt einen Moment trocknen. Und dann seht ihr hier, dass ich zwei Ovale ausgestanzt habe. Das sind die Framelits-Stickmuster. Ach nee, wieder so typisch für mich. Also das mache ich gleich nochmal neu. Am besten immer auf die Finger aufpassen, weil das passiert mir dann doch häufiger. Das kann ich natürlich jetzt wegpacken. Also ihr braucht zwei Ovale. Eins in Aquamarin und eins in Flüsterweiß. Und zwei verschiedene Größen. Das eine ist fast größte, also es gibt noch eine Nummer größer und das ist das zweitkleinste, damit die halt so übereinander passen. Ja, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht noch mehr anmale. Das mache ich gleich mal neu und das können wir aufbewahren. Dann braucht ihr ein Stück Flüsterweiß. Das hat die Standardmaße, indem ihr ein DIN A4 Blatt nehmt und halbiert. Also sind das hier 10,5 cm mal 14,8 cm. Und dies ist das Designerpapier, das besondere Designerpapier Genussmomente. Und das hat die Maße auch 10,5 x 14,8 cm. So, und das passt also genau aufeinander. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Jetzt muss ich nochmal mit den Fingern aufpassen. Mensch, das ärgert mich ja. Also ich habe es hier in der Mitte, muss nicht ganz mittig sein, also es ist wirklich Freestyling, hier angeschnitten. So bis hier. Und dann nehme ich mir mein Stanz- und Falzbrett und falze das hier einmal, damit diese Kante eben sauber ist. So, und da falze ich von dem Schnittpunkt hier zu der Ecke. Also von da nach hier. Und dasselbe mache ich nochmal auf der anderen Seite. Das ist eben hier auf dieser Linie liegt. Da muss ich einmal gucken. Ja, passt. Also es muss auch keine Wissenschaft sein. Wenn es ein bisschen drüber hinausgeht, ist es auch nicht schlimm, weil ihr da eh ganz viel drüber klebt. So, und dann könnt ihr das nicht falzen. Und dann sieht es so aus. Und das könnt ihr jetzt da drauf kleben. Ja, nochmal aufpassen hier. Genau, und das habe ich jetzt so drauf geklebt. Und ich habe extra ein bisschen gedecktere Farben genommen, weil ich halt auch ab und zu mal Männerkarten brauche. Und da bin ich dann immer ein bisschen konservativer mit den Farben. Wobei, es gehen auch kräftige Farben. Aber hier finde ich halt diesen Kontrast schön zwischen Aquamarin und Schokobraun. Und ihr braucht auch nicht viel Tombow. Wichtig ist, dass die Ecken eben festkleben. So. Und das klebe ich jetzt auf. Das war's schon. Und jetzt muss ich einmal eben pausieren, um mir das nochmal neu auszustanzen, weil das kriege ich auch nicht überklebt hier mit diesem schönen schwarzen Fleck. Ich komme also gleich wieder. Da bin ich wieder und aus weiser Voraussicht habe ich mir zwei Stanzteile gemacht. Das heißt, wenn ich nochmal drauf lange mit meinen schwarzen Fingern, dann ist es egal. So, dies krümme ich jetzt ein bisschen.
dass es halt auch nicht knickt. Dasselbe, das mache ich hier mit meinem Anthrazit. Und das klebe ich jetzt einfach mal aufeinander, auch wieder mit meinem Tombow. Wenn er denn will. So, das kann jetzt im Moment trocknen. Und das schmeiße ich hier gleich mal weg. Und jetzt mache ich hier so ein kleines Banner draus. Und hier auch nochmal. So, fertig. Ja, und jetzt kann ich schon aufkleben. Dann nehme ich mir jetzt die Karte und klebe dies so auf. Und da muss ich halt gleich einen Moment festhalten, weil das doch auf Spannung steht. Mal gucken. Ihr könnt auch doppelseitiges Klebeband verwenden. Ich nehme jetzt mein Tombow und wahrscheinlich werde ich einen Moment spulen. Dann braucht ihr nicht zugucken, wie ich hier eine Minute festhalte. Also, los geht's. Ja, jetzt habe ich das aufgeklebt und eventuell muss ich dann halt nochmal festkleben. Aber das kann ich auch danach machen. Das kann ich zur Seite nehmen. Ich brauchte nur einen Versuch. Und dann habe ich mir noch zwei kleine Eis ausgestanzt. Und da nehme ich wieder einen Stempel und zwar hier dieses, das gestreifte Eis und nehme die Incala Pfirsich pur. Jetzt muss ich einmal hier mein Schwarz abwischen, damit ich das nicht mehr wieder sonst irgendwo hinspiele. Da bin ich wieder. Ja, da nehme ich jetzt die Incala und den Stempel. Überall dieses Schwarz hier. So, und ihr seht, der Stempel ist deutlich größer als das Stanzteil. Und da kommt das jetzt einfach mal drauf. Und wische ich auch gleich mal ab, weil ich kenne mich. So. Und die beiden Eis, die klebe ich hier so in die Ecke. Na, genau. So. Das heißt, erst nehme ich das gestreifte Eis. Dann kommt das monofarbene. Und jetzt darf natürlich der Spruch nicht fehlen. Auch den mache ich mal so ein bisschen rund hier. Und den klebe ich so drüber. Und dadurch, dass es nur 10 cm lang ist, habt ihr halt hier nur einen kleinen Abstand. Und da bin ich am Überlegen, ob ich mit Glue Dots arbeite. Ja, ich glaube, das mache ich. Das geht schneller. Zack. 4 Stück davon. Das klebe ich jetzt mal so oben drauf. Und dann habe ich innen drin auch noch was geklebt. Das mache ich eigentlich ganz selten bei Karten. Vorne steht hier ein Du bist echt und dann fehlt natürlich noch was. Und dann stempel ich ein Cool auf die Innenseite.
Muss ich aufpassen, dass ich richtig rumstempel, weil das wäre natürlich der Super-GAU, wenn ich jetzt noch das Motiv falsch rumstempel. So, das trocknet einen Moment und dann suche ich mir einmal meinen schwarzen Feinliner. Ja, den ich irgendwo hingelegt habe. Auf jeden Fall, da mache ich das nachträglich, das seht ihr dann jetzt nicht. Da male ich jetzt noch so drei Punkte auf, dann diese drei und dann kommt eben cool hin. Ja, fertig ist die Karte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe noch einen Blog, da könnt ihr ein bisschen drauf gucken, rumstöbern, auch noch ein paar mehr Videos. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.